So, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. So. Die letzten 300 Meilen, Kilometer. Und dann können wir uns wieder ein paar Lkw kaufen. Nice. Aber erstmal müssen wir schlafen gehen und dann wird es wieder eine Nachtfahrt. Oder? Ah ne, ist 8 Uhr. Weiß gar nicht, 8 Uhr. Ah, nö. Also noch ist es tags. Wir kommen. Danke. Ich habe schon wieder R statt E statt R gedrückt. Zeit zu gehen. Route neu berechnen. Gut, wir können bereits einen direkt neuen LKW kaufen. Ausfahrt rechts nehmen. Das ist ja interessant. Also, sollen wir wieder auf stehen bleiben müssen. Ausfahrt rechts. Können wir mal schnell in der App vorbeischauen. In der Amazon-App, da wo man halt LKWs kauft. YOLO. Bei den Mitarbeitern hole ich auch bei eBay Kleinanzeigen, also. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So, da kann ich gar nicht rein, oder? Ich wollte das eigentlich parken. Achso, doch, ich kann rein. Erste Ausfahrt nehmen. Never mind. Allee, halt. Nimm diese Ausfahrt. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Neu berechnen. Warum mache ich mir schon wieder so viel Aufwand hier? Am Kreisverkehr. Digga, wird das gerade eine riesige Suppe hier. Holy shit, boy. So. LKW-Händler. Volvo. Yeah. Wupp, so, dann Arbeitsagentur. 2000 reicht genau für neue Mitarbeiter aus. Die kostet nochmal 2000, glaube ich. Ah, die 1500. Haben sie das mal geändert? War doch immer 2000. So. Mein Freund, du bekommst den roten. Bam, easy. Nice.
So, jetzt können wir nämlich hier über den alten, über den anderen Kreisverkehr wieder rausfahren. Am Kreisverkehr während der Ausfahrt nehmen. Und der Nebel hört schon wieder auf. Das Problem ist, der Nebel sieht immer künstlich aus. Du hast immer, bis da hinten ist gar kein Nebel und dann ist ab da so eine Wand. Und diese Wand, je nachdem, wie stark der Nebel quasi ist, ist die Wand halt einfach näher dran oder nicht. Von daher sieht's. Das Problem ist, solange wie dicht der Nebel und so ist, sieht's gut aus. Aber gerade diese Anfangsphase und diese Verschwindibusphase. Das wirkt halt immer ein bisschen künstlich. Unrealistisch. Whatever. Erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Normalerweise ist der Übergang zum Nebel halt weicher. Ne? Das ist halt nicht so eine Wand, die du vor dich her schiebst. Quasi. Ich will über die andere Brücke. Ich will über die Brücke. Die sieht so schön aus. Oh, voll unfair. So, dass es ein großer Tag war. Na gut, so groß ist es jetzt auch wieder nicht, aber.
Ja, Leute, war auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Also für euch die letzten 8 Folgen mit DLC zusammen. Haufenweise Nachtfahrten, haufenweise Sonnenaufgangsfahrten, haufenweise Sonnenuntergangsfahrten. Also alles war alles dabei. Timing war echt gut diesmal. Schön viel Abwechslung. Wo lang? Achso, ich muss da ganz rechts außen lang. Ah, verstehe. Kommt da schon wieder auf so eine Idee, ey. Was jetzt? Achso. Demnächst rechts abbiegen. Wieso? Und was vielleicht nicht möchte? Nach rechts ab. Hier rein? Okay, lass uns eine neue Route finden. Du hast das gesagt, Mädel. Was ist los mit dir? Hammer, na komm. Machen Sie eine Kehrtwende. Ja, Mann, nee. Neu berechnen. Digga, deine Mutter. Du bist jetzt ein cooles Ding. Also, so falsch kann ich nicht sein. Muss ja das rote Ding reinnehmen, ne? Weil die Doppelklinie führt hier nicht vorbei. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Du findest hier gleich einen neuen Job, Mädel. Ah, davon hast du viel. Das ist gerade ein Himmel, Alter. Richtig von lila nach blau. Null. Oh, hier fahren Züge. Ich will auch Züge. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Wie
biege nach links ab. Wir sind fertig. Yeah. Oh, hat nicht für Level 32 gereicht, verdammt. So, das ist hier noch wieder abgeschlossen. Da würde ich mal sagen, als allernächstes, mal gucken, wo wir pennen können. Da hinten, also ich sehe drei Betten in der näheren Umgebung. Guck mal, was das hier braucht für den Kopf. Mhm. So. Also ich würde sagen, wir gehen hier hin. Können wir direkt hier pennen? Ach, ich nehme an. Ne. Da fahren wir lieber wieder rauf, raus auf die Hauptstraße. Achso, wir können gar nicht. So. Ja, wir fahren wieder trotzdem auf die Hauptstraße. No, definitiv zu gut. Das soll eine Hauptstraße gewesen sein? Das ist doch keine Straße. Ich dachte, das ist eine Einfahrt nur. Aber ne, das ist tatsächlich die Straße, die auf der Landkarte angezeigt wird. Also auf der Map. Was ist das für eine Straße hier? Das ist doch offiziell. Das ist doch eine Einfahrt, das ist keine Straße. Oder ist das, glaube ich, ein Parkgelände? Also, das gesamte Ding hier hinten. Ich dachte, das ist eine öffentliche Straße. Oh mein Gott. Also. Auf diese Stadt oder was auch immer das hier ist. Aber ich habe schon keinen Bock mehr. Wollen wir denn hier mal ordentlich schlafen? Einfach ganz normal. Wie ein ganz normaler LKW. Ja, hier sieht es eigentlich einigermaßen machbar aus. Aus. Oh, oh, oh. Sonne. Dicker Sonne satt. Das ist schon mal nicht schlecht. So. 7000 kann man nicht viel anfangen. Gut. Noch. Einmal geschlafen. Wo sind wir eigentlich? Ja, kurz. Komm, das Lied. Okay, wir sind hier mitten im neuen Gebiet. Ja, weil hier noch relativ unerkundet ist, ne? Aber da kommen wir wahrscheinlich später noch lang. Schätze ich mal. Na, mittlerweile ist alles relativ breit erkundet. Also wir haben überall schon Sachen gesehen.
Hier hinten ist auch noch ein bisschen viel weiß. Ja. Hier haben wir schon mehr als genug erkundet. So, da würde ich mal sagen, an der Stelle können wir mal wieder richtig speichern. Erst mal richtig parken. So. Oh. Einfach wieder noch mit nach hinten. Ja, so ist gut. Gut, wir stehen da mitten, egal. So, so machen wir eine ordentliche Kamera-Position hier. So. Speichern. So. Okay. Dann würde ich sagen, ja doch, was für die Folge. Lohnt sich jetzt nicht noch was groß anzufangen, von daher. So. Ja. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit My Test. Wahrscheinlich Wunderwelt, vielleicht auch was anderes, I don't know. Auf jeden Fall erstmal nicht wieder mit ETS, sondern ETS kommt dann später mal wieder. Von daher, bis dann.